Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Fallout New Vegas. Kontrolle der Bolt umleiten. Harte Zeiten, Blues. Das war eigentlich bei Hardzeit Boost der andere Route. Die wollte wohl von Retten, indem sie in Kontakt bleibt, was allerdings die Prachtfarmen zu Untergang verdammt. Nee, weißt du was, ich würde schon gerne die Prachtfarmen zerstören, wenn ich ehrlich bin. Lass mal neu machen. Ich will eine Kernschmelze verursachen. Da sehe ich mich. Wo hast du dir die Waffe fallen gelassen? Veronika? Da. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Wir wollen ja der Farm helfen. Wir machen jetzt eine Kernreaktion, Kernschmelze. Wir machen nochmal hier X-Ray, Red Array. Okay, Leute. Mein Gott, ey. Hab mich wieder erschrocken, ey. Oh. Was dreh ich denn da jedes Mal? Ja, jetzt kommen wir von hinten erstmal Gegner. Das ist ein Viertel. Sonst kümmern wir uns um die. Ewig zum Schlag aus. Raus, wie wir durch die Strahlung nur drauf gehen. Augenzeugen berichten über marodierende Trupps mit Powerrüstungen und modernen Waffen entlang der 95. Reisende sind angehalten, sich nicht auf freundliches Geplauder mit ihnen einzulassen. Unidentifizierte Flieger gesehen haben. Dies teilte er einem Teddy in der Nähe eines unserer Mikros mit. Es sind Kohle, wenn ich es Ihnen doch sage. Religiöse Kohle in Raketen auf der Suche nach einem eigenen Land. Lachen Sie nicht über mich. Ich weiß einen Zauber, der Ihre Strahlung fehlt mich langsam. Hat eine Höhlenratte mir beigebracht. Die heutigen Schlagzeilen wurden Ihnen präsentiert. Run, Boy, run. Prem, das andere New Vegas. Es folgen gleich weitere Klassiker. Also bleiben Sie dran. Vor allem ist der Ausgang ja auch noch verstrahlt, das ist halt auch noch mal widerlich, ey. So.
überlastet. Ich kenne den Scharfschützengewehr. Okay, weird. Ich werde nichts wegschmeißen. Ich werde das auch alles so behalten. Komm mal kurz den Buffer rein, dann kann ich hier laufen. Weggesniped. Für die Bruderschaft. Gehen wir so hin. Janita. Okay, wir laufen jetzt erstmal zum nach New Vegas, gucken nach, ob da dann irgendwo der Händler ist. Die Waffe ist leer. Waffen sind halt leer hier, was soll denn das? Also ich würde es noch okay finden, auch noch eine 10 mm, wenn ich ehrlich bin, noch mitzunehmen. Ich war mit so viel Munition. Oh, also ich muss ehrlich sagen, in dem Spiel in den Vault reinzugehen, das ist immer eine Last. Da wieder lebend rauszukommen. Ja, da ist jetzt der Eingang. Wo ist der Roboter? Wir können trotzdem mal kurz hinlaufen, damit wir den nächsten freigeschaltet haben. Da! Ich habe ihn gefunden, Leute! Er war direkt an New Vegas. Bist du das? Ja, da ist er. Hey! Ich kümmere mich nicht um An- und Verkauf für die Waffenschieber. Sprechen Sie mit dem Roboter in der Verkaufsbude bei der Fabrik. Okay. Hey. Willkommen, Sir oder Madam. Möchten Sie etwas kaufen? Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Ich bin. Da verkauft ja alles, ja. Brrrt. Trapperbüchse. Hier 6000. Fürs Positiongewehr 5000, ey. Munition. Also Munition würde ich mir auf jeden Fall erstmal holen. Finde ich denn die Mods hier? Oder sonstiges? Ah ja. Verziert die Lautstärke. Ich behalte die mal noch. Das heißt ja auch Positionsgewehr, ne? Ja, was ist denn jetzt? Ja. Was macht das?
Kampfrüstung verstärkt. Willkommen, Sir. Zeig mir. Ich hatte noch so viel mehr für dich, mein Freund. Kampfrüstung verstärkt Mark II. Was brauche ich denn für die Schrotflinte eigentlich? Polizeiflinte, 12 Kaliber. Das wird mal kurz hier ein bisschen dauern. Was soll ich mit deinem Präzisionsgewehr? Also es ist repariert, meinst du nicht? Den Schalldämpfer würde ich auch gerne haben für das Gewehr. War da Schalldämpfer. Präzisionsgewehr, Schalldämpfer. Ich wollte doch nicht etwas sagen, dass ich dafür Geld zahlen soll, oder? Munition. 101. Huch, warte mal, die brauche ich, glaube ich. Impuls. E-Zellen. Euch wieder. Ich bin's wieder, Mr. New Vegas. Sie wissen ja, man muss einen jemanden lieben. Und dieser jemand? Das will ich mal lieber noch behalten. Hat die eine hier, wo war die gerade? Ja. So, jetzt kommen noch die ganzen Magazine. Hier. Brauche ich Magnum-Munition? Behalte sie erstmal. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? So. Ah, ich bin so froh, den zu haben. Ich bin froh, dass ich Fleisch oder was so hoch habe. Falschen. Dass ich wenigstens gut Geld zurückbekomme. Schalt einfach dran bauen. Oh yeah. Das gefällt mir. So.
Ich würde mir halt noch gerne auch noch die Polizeistufe noch gerne kaufen. Sir. Ich bin. Aber das machen wir später. Und jetzt fahren wir zurück nach Hause. Jetzt gehen wir nach Hause, holen uns da die Scheiße aus der Kiste. Dann ist hier zufällig noch die Ärztin gleich in der Nähe. Dass wir uns gleich mal von der Strahlung befreien können. Hey. Was kann ich für Sie tun? Ja. Nein, nicht das, Strahlung, ja. 100 Kronkorken schenke ich dir. Was kann ich für Sie tun? Was hast du eigentlich so? Geben Sie mir glaube ich. Dich nehme ich mit. Es ist schön, Leute. Wie gesagt, jetzt muss ich halt noch Schleichen hochdrehen, dass ich besser schleichen kann. Dann würde das Schleichen noch mehr Crit verursachen. Dann wäre alles perfekt. Ich dachte gerade, wer steht hier in meiner Wohnung? Das ist die Frage, wo ich die Scheiße alles reingetan habe. Das kann man mitnehmen. Was ist da hier? Gleich mit hier reinlegen, die Rüstung. Eieiei. Pistole plus. Oh, die ist sogar geschelldämpft. Die mit. Damen und Herren, willkommen zu unserem Programm. Hier spricht Mr. New Fingers. Und Sie alle da draußen sind wunderbar. Jeder auf seine besondere Art. Ups. Gleich Nachrichtenzeit. Und ich habe noch gar keinen Schlips um. Ein Geiseldrama zwischen der RMK und Großkarlen endete friedlich, nachdem ein neutraler Unterhändler die Freilassung der Geiseln erwirkt hatte. Weiter hiermit. Augenzeugen berichten über marodierende Trupps mit Powerrüstungen und modernen Waffen entlang der 95. Reisende sind angehalten, sich nicht auf freundliches Geplauder mit ihnen einzulassen. Das waren die Meldungen der waren die Meldungen der Stunde von Mr. New Vegas, der jetzt nach Hause geht. Nur ein Scherz. Er geht nirgendwo hin. Er liebt sie viel zu sehr. Ja, haben auch nicht sie so viel. Ich liebe dich gesagt. Obwohl es nicht ganz stimmte. Klar, nicht sehr nett. Denn Lügen ist Sünde. It's a sin to tell a lie. Einmal hier war noch Munition drin, genau. Mitnehmen. Alter, 1000 Munition für die Energiewaffe, ey. Tschüss. Nehmen wir was ab, bitte. Weißt du was? Für eine Energiezelle lasse ich sogar was hier. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Munition. So. Dann haben wir wenigstens unser Inventar wieder leer. Und dann, also total leer, Waffen gekauft. Und dann geht's wieder richtig ab. Hey. Willkommen. Ich würde noch gerne deine Polizeischrotflinte haben. Polizeischrotflinte? Die Zeit schon, finde ich. Genau. Verman, ne? Hey.
muss mal mein Geld wieder reinkriegen. Munition. Zip. Das war, was ich weggeschmissen habe. 5 mm Patronen. Davon würde ich mal ein bisschen wegmachen. Ich will nicht zahlen. Hm. Ja, sind ein paar Haarklammern. So. Du bist jetzt fast nackig. Ich habe wieder 10k auf dem Konto. Sollen sie nicht reparieren. Wo war denn die Schrotflinte? Auf welcher Taste? Ist links? Nein, war es nicht. Das ist ein Amerikaner, war hier, ne? Ja. 5 mm für den. Willkommen. Oder weißt du was, nehmen wir auch mal einen Amerikaner, Schuss drauf. Dann will ich was dafür zurückhaben. Gimme. Ach, scheiße, schenke ich dir. So, dann haben wir jetzt eine schallgedämpfte 10 mm. Eine Schrotflinte. Schallgedämpfte Scharfschützengewehr. Und noch eine Laserwaffe gegen Roboter. Fuck. Okay. Genau, dann sehen wir uns jetzt damit in der nächsten Folge wieder. Und auf Wiedersehen.